Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Fever USA. Hier fährt gerade unser Zug ein in unseren schönen Bahnhof. Hier in diesem frisch gebauten, ja gut, so frisch gebaut ist es nicht mehr, aber ist ein schönes Plätzchen. Der Brücke da vorne. Und jetzt haben wir hier ja noch eine neue Strecke. Die geht hier rüber und geht von Cedar Rapids nach Elizabeth. Genau. Da haben wir aber erst ein Gleis. Also werden wir hier noch ein zweites installieren. Es gab auch noch einen Wunsch für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ich muss mal gucken. Das werden wir auch in Angriff nehmen. Aber ich möchte eigentlich fast lieber zuerst... Hier haben wir gar keinen Strom. Ist das bewusst? Ich wollte eigentlich lieber zuerst mal alles hier verbinden. Jede Stadt und ein bisschen gucken. Da haben wir sogar die alten Gleise. Okay. alles verbinden hier, jede Stadt mit der anderen, damit das so ein bisschen ein Netz gibt. Und dann ja mal gucken wegen den Gütern. Und danach können wir sicher gucken wegen einer Hochgeschwindigkeitsstrecke. Oder vielleicht ergibt es sich ja vorher schon. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. Ich werde jetzt hier erstmal das zweite Gleis bauen, damit wir hier einen Zug raufsetzen können. Beziehungsweise mindestens zwei. Ja, für die Strecke zwei, drei. So darum. Mal gucken. Wie kommen wir denn hier am besten rein? Da wäre es eigentlich auch fast besser. Wir kämen aus der anderen Richtung. Dann hätten wir hier dazwischen den Platz. Pause. Ja, ist so. Da hilft das ganze Gucken nichts. Dann, doch, das mal wegnehmen. Jetzt hier früher rein. Dass wir das so anlegen. Geht das? Oder möchte das... Ja, das ist eine Weiche. Okay. Das möchte das Gleis nicht. Dann kommt die Weiche auch noch schnell weg. Die haben hier aber Strom. Dann gibt es auch wieder Strom. Wir sind ja nicht so. Also, warum haben wir denn hier ein Signal? Das ist ja eigentlich nur fürs Depot. Wahrscheinlich, damit die Züge schon mal bis hierher fahren können, damit wir gucken konnten. Das brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Sonst gibt es dann Durcheinander. Was wir jetzt brauchen, ist hier dieses zweite Gleis. Hier raus. Dann hier rüber. Und hier rauf. Eine Weiche rein? Ja, eine Weiche rein. Genau, damit wir auf dieses Gleis da kommen. Dann können wir jetzt unser ehemals erstes Gleis nehmen. Hier lang und hier vorne rein. Das ist ja bestens, das passt. Okay, und jetzt die Signale. Einmal hier. Und bei der Weiche lassen wir es. Das geht ja wie gesagt eh nur ins Depot. Hier. Fahren wir hier zurück. Ja. In einem ordentlichen Abstand. Dann hätte ich gerne hier vor und nach dem Bahnübergang eins. Finde ich immer relativ schick. Muss ein bisschen darauf achten, dass ich die Signale nicht hinter Pfosten und Pfeilern verstecke. Da gab es auch einen Kommentar im Hauptspiel. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, dass ich das mache. Aber vielleicht habe ich das primär im Hauptspiel gemacht. Okay, hier reicht es nicht mehr. Das heißt, da kommt hier noch ein Signal hin. Und in der Gegenrichtung würde ich mal sagen, hier. Ja, das ist weit genug auseinander. Gut. Hier haben wir den Zug, der hier reinfährt. Hier haben wir noch keine Linie. Dann machen wir doch gleich eine. Das mal aufschieben. Neue Linie. Von unter Elizabeth nach Cedar Rapids. Okay, da wird das Richtige angenommen. Hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, wenn das nicht so gewesen wäre, aber... Man weiß ja nie. Ach, lasst uns das doch gleich mal umbenennen. Also, das ist Elizabeth. Das schreibt man mit Z, habe ich das letzte Mal gelernt. Genau, Elizabeth. Cedar Rapids. Das müsste eigentlich stimmen. Und sonst werden wir es noch anpassen. Jetzt brauchen wir aber noch Züge. Und ich würde sagen, die holen wir uns hier hinten. Hier haben wir ja ein Depot. Der kommt hier rein. Dann kommt auf dieses Gleis, das passt perfekt. Züge kaufen, jetzt haben wir hier aber irgendwie bewusst oder unbewusst keinen Strom. Das heißt, habe ich da an Big Boy gedacht? Das könnte noch sein. Oder was sind das für welche? Das ist, naja, es sind halt wirklich, das sind alles Güterlokomotiven. Es ist so, wurde auch in einem Kommentar geschrieben. Hier haben wir den Metroliner mit 200 km/h, den könnten wir für diese Hochgeschwindigkeitsstrecke nehmen. Da haben wir sogar schon ganz moderne Wagen, guck mal. Wir sind das letzte Mal dazugekommen. Ja, nein, ich würde sagen,
Haben wir denn das Geld? Doch, 345 Millionen. Wir kaufen mal zwei Big Boys und dazu gibt's ja, aber nicht diese hochmodernen Wagen, noch nicht. Oder schon? Nee, die passen nicht zur Dampflok. 1, 2, 3, 4. Und von dem noch 1, 2, 3, 4. Schieben wir die rauf. So, dann haben wir zwei gleiche Loks mit verschiedenen Waggons. Das ist eigentlich bestens. Linie zuweisen. Elizabeth. Cedar Rapids, genau. Dann können wir laufen lassen. Und schon haben wir eine Linie mehr. Hehe. So, kommen sie bitte rausgedampft. Geschnaubt. Schön. Ich liebe diese Lokomotive einfach immer noch. Ja, warum sollte ich auch nicht? Die ist einfach wunderschön. Da schnaubt sie gegen Ziel. Dann haben wir hier in diesem Bahnhof doch auch schon wieder eine Linie mehr. Denn dieser Bahnhof, der schreit natürlich nach Weiterverwendungen. Und Gleise haben wir noch genug. Das ist bestens. Busse haben wir hier auch, ja. Ich habe ein bisschen seit der letzten Folge ein Trauma, dass ich irgendwie noch viele Städte finde, die keine Busse haben. Aber die haben. Aber was ich jetzt da gerade aus dem Augenwinkel gesehen habe, guck mal hier. Da haben wir noch ein Städtchen vergessen. Außenrum haben wir alles verbunden. Hier fehlt noch was. Die Stadt müsste man noch verbinden mit El Paso. Mit Elizabeth könnte man. Mit Pasadena mit einer Brücke. Ja. Hier mit Cedar Rapids, das wäre dann vielleicht eine Strecke, eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Oder wir ziehen die jetzt schon mal nach Frisco. Das wäre natürlich auch eine Idee. Machen den Rest später. Jetzt muss ich mal noch schnell gucken. Die Stadt Little Rock. Wo haben wir die denn? Die ist... Wo haben wir denn Little Rock? Hier hinten. Da ist der Bahnhof nicht kopiert. Genau, danke schön. Kopieren mit den Bussen. Dann haben wir das. Sehr schön. Und irgendwo steht noch ein Fahrzeug. Ein Straßenfahrzeug in einem Depot. Hier. Okay, dich verkaufen wir. Kann man das hier nicht? Nee, kann man nicht. Aber hier müsste man es können. Jetzt. Das ist ein Überrest von diesem, ja eben, das Update, was dann halt verursacht hat, dass man die ganze Zeit die Fahrzeuge anpassen muss wieder. Die Ladungen, denke ich mir. Anders kann ich mir nicht erklären, was der da so ganz alleine, der arme Kerl in dem Depot drin, wollte. Gut, lass uns mal gucken, fährt hier der Zug schon wieder raus oder? Ja, ach, der ist aufs falsche Gleis gefahren. Der kann gar nicht anders, der hat keine Weiche. Okay, bitte wenden. Ab ins Depot. Wir müssen hier erst noch eine Weiche reinbauen, sonst klappt das natürlich nicht. Das habe ich gar nicht bedacht. Ich dachte, der kommt hier oben raus. Das ist dann das Problem, wenn man hier so Fake-Gleise macht. Dann nicht genau guckt, dann hat man das als Bescherung. Aber mein Gott, das ist ja nicht so tragisch. Du kriegst eine Weiche. Nein, altes Gleis mit Strom. So, jetzt kannst du eigentlich schon wieder wenden. Und dann brauchst du natürlich wieder eine Linie. Elizabeth Cedar, okay. Jetzt müsst ihr es eigentlich merken, dass er hier rüber muss. Dass das durchaus von Vorteil wäre. Gut, habe ich nochmal geguckt. Ich wollte eigentlich nur gucken, wie es so aussieht. Aber wir kennen den Zug natürlich mittlerweile auch mit diesen Wagen. Ich habe ja schon mal bemängelt, dass ein bisschen wenig passiert in Sachen neue Lokomotiven und Wagen hier. Okay, jetzt ist er aufs richtige Gleis gekommen. Der fährt hier wieder raus. Das heißt eigentlich, der dürfte noch nicht kommen. Der hat aber auch kein Signal hier. Nein, der wartet. Der wartet, bis der Zug weg ist. Der zweite Zug. Gut, den müssen wir nicht unbedingt mehr gucken. Das ist der gleiche mit anderen Wagen. Ich würde jetzt eigentlich eher sagen, wir kommen hier zu dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und die geht hier nach Frisco. So, da bin ich wieder zurück. Da kam glatt kurz meine Tochter und hat gestört, aber die hat natürlich auch durchaus ein Recht, ihre Ansprüche durchzusetzen, wenn es auch nur ein Glas Wasser war. Was wollte ich denn jetzt hier von Frisco aus? Genau. Das ist ja blöd, wenn man ein bisschen rausgerissen wird, aber ich bin schnell wieder drin, denn genau, Hochgeschwindigkeitsstrecke. Wo raus? Hier? Ich würde sagen, vom äußersten Zipfel. Dann können wir hier noch hier hoch, wenn wir müssen, und können hinten raus, wenn wir in die Richtung müssen. Ja, nehmen wir doch glatt mal den äußersten Zipfel. Natürlich mit Hochgeschwindigkeitsgleis. Müssen wir hier noch anpassen dann. Machen wir. Gibt jetzt natürlich auch eine Brücke raus. Anders geht's nicht.
Sollen wir die gleiche nehmen? Sieht wahrscheinlich fast am besten aus. Ich denke, das sieht doof aus, wenn wir überall verschiedene Brücken haben. Jetzt, ich frage mich nur gerade, ach, was ist die hier? Halt! Ne, das ist keine. Einmal falsch klicken und Feierabend. Also nochmal. Ist ja nur die grobe Skizze. Doch, das passt. Also das passt nicht. Es kann nicht gebaut werden, das ist klar. Aber irgendwie kriegen wir es gebaut. Was gefällt uns denn da nicht? Das ist ja schlecht. Beim Bahnhof da schon eine Fehlermeldung. So wird es auch nicht gehen. Aha. Nicht, dass das jetzt ihr bei bestehendem Bahnhof gar nicht funktioniert. Aber das ist gut, dass das nicht funktioniert. Wisst ihr was? Das ist gar kein Bahnhofsgleis. Das habe ich ja zusätzlich gebaut. Zum guten Glück hat das nicht geklappt. Sonst hätte ich mich dann gewundert, warum ich das nicht in den Fahrplan aufnehmen kann hier. Okay, wir müssen dieses Gleis nehmen. Was machen wir denn jetzt mit dem Äußeren hier? Schön wäre, wenn wir vielleicht noch eine Weiche machen könnten. Dann sieht es nicht so ganz so nutzlos aus. Ich lasse mal die Brücke noch weg. Ich gucke mal ganz schnell, dass wir hier erstmal ein Stück rausgehen. Bis hierhin. Allerdings gerne schon mit einer gewissen kurvigen Haltung. Und ja, ich baue es mal. Okay, und jetzt kriegen wir hier. Das ist viel zu knapp, das geht nicht. Nee, das kann nicht klappen. Dann machen wir hier noch ein Dingens hin. Wir kommen von der anderen Seite. Das müsste eigentlich sogar mit dem Depot machbar sein. Depot, Depot, Depot. Das geht tatsächlich. Das hängt dann ein bisschen rüber. Aber okay. Das darf ja rüberhängen. Straßenfahrzeug lassen wir mal weg. Ich wollte jetzt zwar nicht wegklicken. Das ging fast automatisch, aber okay. Diesen hier, Hochgeschwindigkeit. Dankeschön, den lassen wir so. Strom brauchen wir noch. Und jetzt bei der Brücke weiter. Waggon. Ich habe es befürchtet, jetzt kommen wir hier nicht mehr vernünftig rüber, weil da unten die Straße im Weg ist. Okay, werden wir irgendwie lösen. Sieht das halbwegs irgendwie aus als... Ja, vielleicht ein bisschen rauf noch. Ungefähr so vom Höhenunterschied her. Noch ein bisschen rauf. Es hängt da in der Mitte ein bisschen durch. Ist ein bisschen lasch. Aber so passt. Da ist dann die Frage, wie lange geht es, bis wir wieder runterkommen. Wir werden sehen. Wir gehen jetzt sicher mal runter. Das dauert gar nicht allzu ewig. Denke ich mir. Nee. Wir könnten natürlich auch aufschütten. Moment mal. Dann wäre es so. Das wäre fast besser, denke ich mir. Dann haben wir hier nicht so eine ellenlange Brücke. Da kommt wieder ein Straßenfahrzeug. Diesmal nehme ich es raus. Das sind eh nur Busse. Okay. Das können wir schnell machen. Fahrzeugersatz. Das ist kein Drama. Fahrzeug wählen. Einmal Bus. habe ich es nicht gewählt? Nee, habe ich es jetzt gewählt. Ja, nehmen. Okay, danke. Auf Wiedersehen. Nehmen wir mal so. Wird gebaut. Gut. Ja, es wurde noch angesprochen, die Hochgeschwindigkeitsstrecke halt ohne große Kurven. Das ist natürlich bei diesem Bahnhof ein bisschen schwierig. Also die Hochgeschwindigkeit... Huch, was ist das denn krummes? Das ist ja von wegen keine Kurve. Okay, das geht halt nicht anders. Oder geht das anders? Ich versuche es mal nochmal. Ich habe ja da wegen der Weiche sozusagen vorgebaut. Ja, nee, da ist der Hügel am falschen Ort. Okay, nochmal Übung abblasen. Plätten. Aber mit der großen Variante plätten. Das ist eben nicht plätten. Doch, das ist eigentlich plätten. Geht das schneller, wenn ich... Momento, diesen hier mache? Naja, auch nicht massiv. Das ist so ein massives Ding hier. Das dauert jetzt einen Moment. Das ist mal eine Aufschüttung. Heiliges bisschen. Es schüttet und schüttet. Na, gehst du runter? Nee, doch den nehmen. Ja, das ist doch schon besser. Sonst haben wir hier halt einen kleinen Hügel, das ist ja auch kein Drama. Muss ja nicht topfeben sein.
Wir sind ja im gebirgigen Teil Amerikas. Dann haben wir hier halt einfach ein bisschen einen Hügel. Dieses Abgeschnittene ist einfach nicht schön. Das ist das Problem. Deswegen mache ich hier auch noch, dass das aussieht, als wäre es halbwegs natürlich gewachsen. Halbwegs, sage ich ganz bewusst. Ja, lassen wir mal so. Gut, jetzt gucken wir, ob wir hier nicht schöner rauskommen. Das muss doch zu schaffen sein. Da können wir sogar raufgehen. Guck mal, das klappt immer noch. Und jetzt haben wir einen schönen Bogen. Vielleicht ein bisschen höher gehen noch. Genau. Das sieht zwar dann eher irgendwie so ein bisschen merkwürdig sieht es aus, gebe ich zu. Das müsste noch höher sein. Oder wir bauen es halt bis zum Ansatz. So wie wir es eigentlich ursprünglich wollten. Was habe ich denn hier dauernd für so kleine Mikroruckler drin? Jetzt geht's nicht mehr. Na. Wir wollen ja auch nicht diese Brücke. Wir wollen ja die hier. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen die hier. Jetzt habe ich das falsche Gleis erwischt. Moment. Ja. Dauernd pocht und macht's hier. Das ist hier. Man wird dauernd abgelenkt. Ich sage das ganz bewusst, ganz leise. Das muss man ja nicht überall hören. Die Brücke war es. Gut, jetzt haben wir den Bogen. Den Bogen haben wir. Jetzt wollen wir dann darüber. Und hier wollen wir aufgeschüttet haben, haben wir gesagt. Dann haben wir da eine richtige Gebirgskette. Geht das ein bisschen schneller noch als nur mit diesen 100? Ja, das geht. Guck mal, da können wir mit 300 drüber. Machen wir. Gut, und jetzt werden wir hier aber noch ein bisschen anpassen. Denn eben dieses Abgeschnittene, das ist einfach... Oh, das ist einfach irgendwie nicht so meins. Das sieht nicht organisch aus. Hier den Hügel hole ich auch noch mal ein bisschen runter. Das ist auch irgendwie zu krass. Aber so jetzt hier daneben ist gar nicht schlecht. Wir können hier natürlich auch noch ein paar Gleise hinziehen und ein paar Bäume hinstellen. Es sieht untypisch aus, würde ich sagen. Und untypisch finde ich gar nie schlecht. Sonst hat man überall so ein bisschen das gleiche Aussehen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Eben, vielleicht noch ein paar Bäume, vielleicht noch ein paar Straßen hier unten, damit sie die Stadt dann noch ein bisschen vergrößern. Das könnte man natürlich alles auch machen. Und so kommen wir natürlich der Hochgeschwindigkeitsstrecke bedeutend näher. Wenn wir hier mit 300 Sachen durchzischen können, das können wir auch, relativ weit. Hier geht es dann halt einfach runter, aber wir nähern uns hier Frisco an. Das ist ja das die Grundidee, das Ziel, das eigentliche. Ich hätte es jetzt halt gerne, wenn es irgendwie geht, noch ohne Großtunnel und Co. Wir werden hier sowieso wahrscheinlich eine Brücke machen müssen. Oder nochmal aufschütten. Hier haben wir ganz ein kleines Tunnel, das ist okay. Und hier geht es dann auf eine Brücke. Das machen wir mal so. Haben wir maximales Gefälle? Wir haben. Da werde ich gleich wieder basteln da hinten. Das gibt mir sonst eine zu lange Brücke, muss ich sagen. Wir gehen hier nochmal zurück. Bis hierhin aufschütten. Ja, kann man so machen. Und dann hier die Brücke rüber. Da brauchen wir aber die Highspeed-Brücke. 160, das ist alles. Das liegt aber wahrscheinlich eher an der Kurve, kann das sein? Wenn wir hier gerade rüber gehen, 300. Halt. Nochmal. Highspeed, 300. Okay, passt. Da bin ich ja beruhigt. Noch ein bisschen drauf, damit das ein bisschen... Okay, so wird es zur Schanze. Dann geht es eben ein bisschen runter. Warum macht die so einen Bogen? Warum geht die nicht gerade rüber? Das ist ein bisschen komisch. Weil sie hier halt Gefälle hat. Die müsste vorher schon gerade auslaufen sozusagen. Die hat auch so diesen Bogen drin. Kann ich hier ein Stückchen wegreißen oder muss ich alles? Ich müsste alles. Wenn ich hier eine Weiche mache, dann verformen wir das ganze Gelände, aber es geht nicht anders.
So, das ist auch nicht tragisch da. Ich wollte ja eh noch ein bisschen Hand anlegen, so ist es ja auch nicht. So. Ist irgendwie nicht, wie ich wollte. Ja. Passt schon. So, und jetzt hier aber geradeaus wäre die Idee. Genau. Bis hier hin. Jetzt geht die Brücke ein bisschen aufwärts. Jetzt müssen wir sie hier aber so wieder rum. Nee. Ja, jetzt macht sie den Bogen in die andere Richtung, weil es hier zu steil rauf geht. So, ich muss einen Ruf loswerden, beziehungsweise nein, ich muss einen Ruf verteidigen, nämlich den des pingeligen Bauers. Also bauen wir pingelig. Also gehen wir nur ein bisschen rauf. Nicht das Maximum, sondern so. Im Prinzip muss ich ebenerdig bauen, damit das so rauskommt, wie ich das gerne hätte. Ja, jetzt haben wir sie gerade. Aber nicht gerade hier oben. Nein, das nicht. Das werde ich gleich noch ändern. Nein, Hochgeschwindigkeit wollten wir. Den hier. Da seht ihr 135. Das ist natürlich nicht, was ich wollte. So wollte ich's. Da schießen wir hier sozusagen in die Kurve rein. Okay, solange wir da die 300 km/h haben, passt doch das. Gekauft. Wieder runter. Aber natürlich wieder mit der Hochgeschwindigkeit. Und eigentlich... Nein. Lieber so. Okay, die 300 haben wir. Ja, nicht ganz. So haben wir sie. Wo haben wir Frisco? Hier unten. Da können wir sogar in die andere Richtung noch ein bisschen. Mit Maximaltempo. Okay, das passt. Hm, ja. Nett. So eine Hochgeschwindigkeitsbrücke ist doch okay. Hier, sie hat doch noch ein bisschen Gefälle, dass hier ein bisschen tiefer ist, aber das werden wir überleben. Die 300 km/h haben wir ja. Das war ja der springende Punkt. Hier muss es doch wieder aufschütten. Wir haben aber immer noch die 300 km/h. Jetzt müssen wir aber erstmal noch hier hinten gucken, wo wir genau hinwollen. Wo stellen wir in Frisco den Bahnhof hin? Cool, Frisco, hello. Willkommen in unserer Familie. Ja, wir haben hier den Platz, dann würde ich sagen. Eigentlich habe ich noch einen neuen Bahnhof. Ich weiß aber gar nicht, hat es den hier auch eingenommen? Doch, hat. Das wäre doch ein schöner Bahnhof für Frisco mit 5 Gleisen und Maximallänge. Der sieht nett aus. Okay, den können wir sogar perfekt hier hin machen. So, den haben wir im Hauptspiel in Weißwasser. Sage ich jetzt zu viel, ist die Folge schon online? Ich glaube ja. Den haben wir nämlich ganz neu in Weißwasser. Wo gehen wir denn hier rein, wenn wir von hier kommen? Ich würde mal sagen, das äußerste Gleis, das hier. Müssen wir weiter nach hier unten? Oh ja. Nach oben müssen wir auch, aber wir haben natürlich hier hinten noch Alternativen. Ach, sonst lasst uns mal dieses hier nehmen. Allerdings brauchen wir das Highspeed-Gleis. Kann ich hier schon? Ja, da macht es einen Tunnel. Nein, das möchte ich nicht. Lasst uns eine Grube machen oder wollen wir einen Tunnel machen? Dann geht es hier aus dem Bahnhof raus, da unten ins Tunnel rein. Ich würde sagen, weil es eben ein Highspeed-Zug ist, wir wollen den ja auch sehen. Wir bauen hier eine Grube. Was macht es hier? Bin ich mal gespannt. Okay, es macht einfach... Ah, guck mal an. Es macht diese verflixten Stacheln. Das ist ja echt nicht schlecht. Da wollte es ja eigentlich ursprünglich einen Tunnel hinbauen. Dann haben wir uns umentschieden. Und ratet mal, wir hätten bei dem Tunnel, hätten wir doch glatt wieder die Stacheln gehabt. So wie es aussieht. So, ein bisschen korrigieren. Hm, gut, sieht ein bisschen aus, wie wenn da einer reingetreten wäre mit großen Füßen. Aber okay. Zweites Gleis. Denn das bleibt ja nicht bei dem einen Zug. Sondern das gibt hier noch einen zweiten. Ganz klar. Das sollte auch relativ problemlos gehen. Wir haben keine großen Tunnel- oder Brückenkonstruktionen. Von daher sollte das schnell gezogen sein. Dann können wir den Zug wahrscheinlich sogar heute noch auf die Reise schicken. Die Frage ist jetzt nur, geht das hier mit der Brücke? Nicht, dass wir...
die Seite wechseln müssen. Ja, ich habe es befürchtet. Das ist ja mal wieder... Auf der anderen Seite geht's. Ich kann es euch versichern. Aha, okay, ich kann es euch doch nicht versichern. Blöd. Geht nicht. Geht tatsächlich nicht. Warum denn nicht? Irgendwo hier Kollision. Okay. Bei so einer kleinen Brücke, da haben wir schon ganz andere Brücken hingestellt und bei denen ging es problemlos. Da haben wir ein Problem mit dem Gleis. Eine Parallelbrücke machen. Das ist halt ein bisschen doof. Mache ich irgendwie nicht gerne, aber... Wenn wir hier rüber gehen und dann hier nicht anlegen. Und dann hier eine Abkürzung machen. Mit Hochgeschwindigkeit. Vielleicht hier noch ein bisschen raufgehen. Dann ist das doch gar nicht schlecht. Das ist zwar nicht wirklich parallel, das kriege ich nicht hin. Denn sonst will es da wieder anlegen und das will es ja nicht. Aber so geht's. Da ist die Frage, können wir da das Gleis auch noch rüberziehen dann? Wenn wir ein bisschen weiter weg sind, ja. Ja, ein bisschen weiter weg müssen wir noch. Vielleicht machen wir es sogar noch ein bisschen kürzer hier. Kriegen wir es vielleicht sogar so hin? Moment. Ja, dann haben wir hier... Doch, machen wir es mal so. Bauen. Ich wollte gerade sagen, jetzt müsste man es doch so wieder anlegen können. Ja, das geht. Das ist ein bisschen... Ja... Bisschen komisch, dass das nicht ging, aber es ging halt nicht. Ich habe noch gesagt, da können wir relativ problemlos bauen. Ich hätte mal besser nichts gesagt, denn meistens ist genau, wenn man sagt, man kann problemlos bauen. Okay, hier geht's. Dann gibt es eben die Probleme. So, hier raus. Na? Nein, nein, nicht Brücke machen. Einfach hier anlegen. Dankeschön. Jetzt müssen wir hinten dann noch gucken, ob wir hier überhaupt auf der richtigen Seite sind. Sind wir. Weil es zwar egal, weil wir können die Brücke nicht doppeln, also nicht doppelt befahren. Wir kommen hier niemals rein. Das geht nicht. Wir müssen die Brücke also eingleisig benutzen. Dann müssen wir hier raus. Eh gut, dann können wir hier das Gelände noch ein bisschen nachformen. Wobei, viel passieren tut nicht. Nö. Gut. Die Signale. Das wäre einmal hier. Beim Bahnhof keines natürlich. Nein, haben wir auch nicht. Passt. Gut, und jetzt Metroliner, der hat wahrscheinlich eine gewisse Länge. Machen wir hier auch genügend Platz. Wenn es nur zwei sind, zumindest jetzt mal für den Anfang, brauchen die natürlich auch nicht wirklich so viele Signale. Wir machen jetzt mal doch ein paar mehr, denn früher oder später bekommen wir hier Nachschub. Das ist irgendwie einfach keine glückliche Lösung hier. Aber... Was hat der eigentlich für ein Tempo hier? Da habe ich gar nicht geguckt. Anders geht's nicht. Oder ich könnte, sonst müsste ich hier weiter raus. Dann haben wir sie doch parallel. Aber dann ist die Brücke weit weg. Wie weit sind wir denn jetzt hier? Okay, diese, ja, da können wir hier in der Hälfte doch glatt nochmal. Okay. Und hier hinten gibt es noch sozusagen die Abschlusssignale. Das wäre einmal hier. Ganzen Spaß zurück. Wird eng. Ja, wir machen hier mal noch eins hin. Ja, das wird eher eng. Ich denke, dieser Metroliner, der dürfte doch eine gewisse Länge haben. Also neue Linie von Frisco. Hier nach Cedar. Okay, das klappt mit der Gleisbenutzung. Gleich mal umbenennen. Frisco. Cedar Rapids. Okay, haben wir jetzt ein Depot. Das funktioniert mit hier oben nicht mehr. Kriegen wir hier nochmal eine Weiche hin? Nein, bis nach hier hinten kommen wir nicht. Aber wir könnten natürlich, damit wir dieses Gleis hier doch noch irgendwie benutzt haben, wobei wenn wir hier hinten raus müssen, nein, wir lassen das mal. Wir haben da schon ein Depot, dann machen wir doch hier in Frisco noch eines. Und zwar... Hinten raus, ja, ich würde mal sagen, hinten über die Straße rüber. Wobei wir werden hier natürlich auch
den Bahnhof hinten raus auch noch benutzen müssen. Aber das ist von daher nicht schlecht, dass wir denen sozusagen verbieten, hier zu bauen. Machen wir mal diese Schranke. Nehmen das Gleis hier noch mit oder auch nicht. Na? Geht nicht, okay. Sollen wir die Straße opfern? Die bauen sie sowieso wieder neu. Wir opfern mal. Die geht ja sowieso nur raus, das interessiert uns ja im Moment nicht. Und wenn sie die Straße brauchen, dann dürfen sie sie gerne neu bauen. Müssen sie allerdings eine Brücke bauen. Kann die KI Brücken bauen? Habe ich jetzt auch noch nie beobachtet. Also in aller Regel bleiben sie an den Flüssen und Co. stehen, weil sie nicht weiterkommen und vertrauen dann auf die Hilfe des Spielers. So. Unser Depot fehlt noch. Das müssen wir schon noch schnell machen. Hier, ja, hier raus und dann... Wir machen die ganz einfache Variante. Genau, das wäre die einfache Variante. Nein, den hier. Gut, Züge kaufen. Sind das... Ist das schon eine ganze Komposition? Ich denke, ja. Denn... Wobei die Wagen hier, das wären ja die Wagen dafür. Ich kaufe den mal, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Drei Wagen. Kann man da noch? Nein, das sind einfach diese drei Wagen. Oh, fehlt da die Lok? Das wäre allerdings schlecht. Wir haben keine Highspeed-Lok. Ich weiß gar nicht, fehlt da die Lokomotive? Metroliner, Elektrodüse, Schnellzüge zwischen Waschenlöse. Wir versuchen es mal. Was passiert denn, wenn ich sage zuweisen? Frisco? Cedar Rapids. War der freie Wege. Ah, okay, da ist doch tatsächlich schon eine Lokomotive drin. Oder dran. Sieht irgendwie mehr aus wie eine U-Bahn, rein optisch, muss ich sagen. Hat aber was. Gucken wir mal, wie das aussieht, wenn sie schnell ist. Wir kaufen uns gleich noch einen. Ich habe jetzt absichtlich nicht geklont. Haben wir sonst vielleicht noch irgendwas, was sehr schnell ist? 110, 110. Dann müssen wir nicht zweimal den gleichen Zug da nehmen. Ja, in dem Tempobereich haben wir nichts. Nein, alles um die 100 rum. Schade. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was, Leute. Dann hätten wir nämlich die Wagen hier noch installieren können. Dann kaufen wir uns nochmal einen Metroliner. Schicken den wieder auf die Linie Frisco. Wo war denn Frisco? Hier ist Frisco. Gut, der muss natürlich warten. Aber da können wir hier unten zugucken. Ja, ich hoffe, dieser Zuschauerwunsch ist schon halbwegs bedient damit. Es ist natürlich eine eher kurze Strecke. Oh, ich sehe gerade, wir müssen hier, sobald der Zug weg ist, die Gleise noch machen. Das haben wir nicht. Okay, jetzt haben wir Strom, haben wir da. Sonst würde der Zug wahrscheinlich nicht fahren. Braucht der Strom? Ja, der hat. Lasst uns mal mitfahren. Ja, ich hoffe, das passt schon halbwegs mit diesem Zuschauerwunsch. Eben, es ist halt nicht unbedingt sehr gerade, das ganze Ding hier. Es hat Kurven drin, aber ich denke... Moment, wir fahren gleich wieder mit. Ich möchte den im Fenster haben, damit ich sehe, wie schneller wird. Ich denke, viel, viel schneller wie alle anderen Züge, die wir haben, ist er schon mal. Das sieht man jetzt schon. Und es wird nicht die letzte Hochgeschwindigkeitsstrecke sein. Ich wollte die jetzt einfach mal machen, damit wir eine haben, da die... bis jetzt definitiv, ja, da die gefehlt hat sozusagen. Hier die Brücke. Ich glaube, ich werde an die nochmal rangehen später. Wenn wir mal einen Moment Zeit haben, dann können wir die nochmal bearbeiten. Jetzt kommt was Neues. Ah, jetzt kommen neue Lokomotiven. Okay. Schön, jetzt wo wir gerade die beiden gekauft haben. Da gucken wir mal in der nächsten Folge rein. Wir bauen sowieso weitere Züge. Wir haben hier noch viel zu tun, ganz klar. Aber wir fahren jetzt mit dem noch schnell bis ins Ziel. Ist jetzt optisch, muss ich sagen, haut mich das Ding nicht um. Und aufwärts hat er doch auch nur seine knapp 100 km/h drauf gehabt. Vielleicht geht es jetzt abwärts ein bisschen schneller. Dass er die 200 noch schafft. Aber eben, es ist halt einfach bei Trainfieber so. Es, ein 300 km schneller Zug schafft es von der einen Ecke bis in die andere Ecke kaum auf 300 km/h zu kommen. Wenn dann die kleinste Bremsung drin ist, wegen irgendwie einer Weiche oder irgendwas, dann ist Feierabend mit Tempo. Aber das hier gibt schon einen ganz, ganz coolen eigenen Bahnhof hier mit diesen Brücken. Wenn die hier auf ihren Stelzen sozusagen daher kommen, die Brücken.
Er hat grün. Bestens, der andere hinten müsste eigentlich auch losgefahren sein. Es wäre noch schön gewesen, wenn hier gerade noch einer rübergedüst wäre, aber er steht im Bahnhof. Dann sehen wir hier hinten. So, die Einfahrt. Cool, mit dem anderen Zug da hinten. Kommt der noch raus? Aha, kein Weg, bist du wieder falsch. Elizabeth Cedar Rapids. Elizabeth war da hinten, der hat doch tatsächlich schon wieder irgendwie das falsche Gleis genommen, kann das sein? Dreh mal, hast du auch keinen Weg. Das kann fast nicht sein, mein guter Zug. Doch, der kommt natürlich nicht mehr auf das Gleis, aber warum ist der hier hingefahren? Das ist wahrscheinlich der... Das ist wahrscheinlich der zweite Zug von dieser Linie. Da haben wir ja nicht geguckt. Wir müssen dem die Chance geben, dass er auch noch Gleis wechseln kann. Aber der hätte eigentlich selber hier rüber gemusst. Bisschen doof. Ach, wir können ja eine Kreuzweiche machen. Das kann man ja. Moment. War auch nicht möglich. Doch, doch. Ja, hier ist ja kein Signal, nichts. Hier müsste Bau doch möglich sein. Da geht's auch. So. Jetzt wartet er auf freie Wege, weil genau hier noch Pausenmodus ist. Fährst du in die richtige Richtung? Ja. Du musst aber nicht auf freie Wege warten eigentlich. Oder musst du? Haben wir nirgends... Ach, er kommt hier dann nicht auf sein Gleis. Okay, das ist natürlich auch ein bisschen doof. Müssen wir noch eine Weiche machen. Machen wir ganz schnell Pause. Er muss ja dann hier auch noch rüberkommen. Wie sieht's jetzt aus? Jetzt geht's. Bald mehr Weichen wie Gleis und Zug. Ah, jetzt klappt's. Jetzt kann er darüber. Das konnten wir sogar noch vor diesem Signal da vorne machen. Bestens. Okay, dann könnt ihr jetzt hier fahren. Warum die sich da vertan haben oder der? Nein, im Prinzip beide zuerst. Der hatte ja die Möglichkeit, aufs richtige Gleis zu kommen. Das weiß ich natürlich auch nicht. Da kommt schon der andere Metroliner. Ui, der ist aber schnell. Der war schnell hier. Ist unser anderer schon wieder unterwegs? Der fährt da hinten Richtung Tunnel. Bestens. Ja gut. Ich würde sagen, jetzt hatten wir Hochgeschwindigkeit. Wir hatten in der letzten Folge ganz viele Busse. Jetzt werden wir in der nächsten mal diese Städte, die noch fehlen, miteinander verbinden. Und dann müssen wir dann langsam Richtung Güterverkehr kommen. Das wird aber sowieso cool. Das mache ich sehr gerne. Da können wir kombinieren Straßenfahrzeuge und Züge, also sprich Güterzüge, denn Güterzüge haben wir eindeutig noch zu wenig hier auf der Anlage. Gut, ich danke euch fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss. Jetzt. Tschüss.